Ja moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem weiteren Apex Legends Video. Heute möchte ich euch den Battle Pass in Season 5 mal etwas näher bringen für die Leute, die noch nicht Gelegenheit hatten, sich den etwas genauer reinzuziehen. Ich springe schon mal in den Battle Pass, möchte natürlich vorher noch ein paar Worte verlieren, weil ich habe mal so ein bisschen was zusammengerechnet. Es ist ja jede Season so, dass viele von euch sich in Anführungszeichen ein bisschen beschweren. Ich kann es natürlich auch ein bisschen nachvollziehen, dass in dem Battle Pass oft nur Müll drin ist oder nicht genug. Einfach mal ein paar Worte von mir, die zumindest, denke ich, so ein bisschen verständlich machen, dass wir für 9,50 Euro auch nicht so viel erwarten können. In Anführungszeichen. Ich habe mal geschaut, wir haben in dem Battle Pass 5 legendäre Skins. Wenn wir jetzt mal noch den Wingman, der hat ja 2 Skins ganz am Ende des Battle Pass, mit einbeziehen, sind wir bei 5 legendären Skins. Wir wissen alle, dass so ein legendärer Skin im Store 1800 Coins kostet, also umgerechnet 18 Euro. Wenn wir jetzt noch die 1000 Coins, die wir ja in dem ganzen Battle Pass freischalten, mit einbeziehen, sind wir bei über 100 Euro, die der Battle Pass ja theoretisch wert wäre. Und da gehe ich jetzt die ganzen seltenen und epischen Sachen gar nicht mit ein. Und das ist ja auch das nächste, mal abgesehen von Season 1 Battle Pass, da hatte man nur, glaube ich, 900 oder 950 Apex Coins freischalten können. Aber wenn man ab spätestens ab Season 2 sich den Battle Pass gekauft hat, hat man einmal 10 Euro investiert, und wenn man es jedes Mal schafft, in jeder neuen Season den Battle Pass voll zu leveln, reinvestiert sich der Battle Pass von ganz alleine, und ihr müsst quasi von Season zu Season nur ein einziges Mal die 10 Euro in der Hand nehmen. Nicht jede Season nochmal 10 Euro, wenn ihr quasi mit den Apex Coins nichts verschwendet oder nicht verschwenderisch umgeht und die für den nächsten Battle Pass aufhebt, musstet ihr einmal in eurem Leben 10 Euro bezahlen, und der Battle Pass reinvestiert sich jedes Mal selber. Also von daher ist die Beschwerde zumindest für meine Begriffe teilweise ein bisschen unberechtigt, zumindest wenn man von der Sichtweise es ein bisschen betrachtet, auch wenn ich verstehen kann, dass der ein oder andere Skin schon, den könnte man sich einfach sparen. Ich wäre für mehr Apex Packs in so einem Battle Pass. Ansonsten waren das meine einleitenden Worte für euch. Jetzt gehen wir den Battle Pass einmal durch. Natürlich, wenn man ihn kauft, ist es ja seit einigen Seasons so, dass wir am Anfang einen richtig geilen Waffenskin sofort bekommen. Und den finde ich absolut stark, weil ich die Hemlock sehr, sehr gerne spiele. Er nennt sich Nachgerüstet und sieht absolut stark aus. Hat man ja in einigen Trailern schon mal gesehen, beziehungsweise im Battle Pass Trailer. Den finde ich ultra, ultra geil. Ich habe ihn noch gar nicht gespielt. Die 3 seltenen Skins sehen auch sehr gelungen aus, und ich finde, wie in jedem Battle Pass, die ersten Skins, die sind immer selten, die sehen aber immer richtig geil aus. Ich hätte hier ehrlich gedacht, dass das ein legendärer Skin ist, auch beim Revenant ein absolut schöner Skin. Und ich gehe nicht alles durch, was man in dem Battle Pass freischalten kann. Es sind ja über 100 Sachen, da muss ich jetzt nicht auf alles eingehen, ansonsten zieht sich das Video absolut unnötig in die Länge. Auch ein sehr, sehr schöner Skin, der Bloodhound Skin. Ist für mich mindestens episch und nicht selten. Also da geben sie sich schon echt Mühe. So, natürlich haben wir wie in jedem Battle Pass immer Erfahrungspunkte, Apex Packs. Wie gesagt, die Coins, das zieht sich bis zum Schluss des Battle Passes. 1000 Coins insgesamt schalten wir frei. 950 kostet der Battle Pass. Also verschwendet ihr die Coins nichts, könnt ihr euch in Season 6 den Battle Pass gleich wieder kaufen. Und keiner muss sich beschweren, dass er 10 Euro ausgeben musste. Ab Stufe 5 bekommen wir ein legendäres Apex Pack. Sehr schöne Geschichte. Wir haben hier so ein paar Voicelines bzw. Musik. Moment, ich habe noch gar keine Ahnung. Ich habe mir den Battle Pass noch gar nicht reingezogen und weiß gar nicht, was ein Gibi hier so zum Beispiel erzählt. Ah ja, der verstreut Liebe. Das ist schön. Ach so, natürlich haben wir wie in jedem Battle Pass auch wieder Crafting-Material. Ich glaube, wir kommen zum Schluss auf über 2500 oder 2800, damit man sich am Ende des Passes eine legendäre Sache freischalten kann, seiner Wahl. Dann haben wir wieder einen Screensaver von Loba, wo der Skulltown gerade untergeht im Hintergrund. Sehr, sehr schick. Einen Skydive-Emote für Pathfinder, der Schenkelklopfer. Ah ja, hat ein bisschen was Bayerisches. Wiesen-Style. So, dann haben wir noch einen Screensaver. Hammond Robotics. Wie gesagt, die seltenen Skins, die gehe ich alle nicht durch, weil die eher langweilig sind. Dann haben wir einen Rahmen für Octane.
Unterwasser-Style. Sieht gar nicht mal so schlecht aus. Bei manchen Rahmen frage ich mich übrigens tatsächlich, ob das eine versteckte Botschaft für irgendwas Zukünftiges ist. Aber genau weiß ich das natürlich nicht. Ab Level 25. Ein sehr, sehr, sehr geiler Mirage-Skin, der absolut gelungen ist. Mit seinem Chuck Norris Gedächtnisbart. Absolut edel. Also der gefällt mir wirklich sehr. Und ich finde allgemein, die legendären Skins von Respawn sind eigentlich immer ziemlich geil. Der Revenant-Rahmen, auch ein schicker Rahmen. Dann haben wir einen Waffentalisman, den ich gar nicht mal so hässlich finde. Diese Tasche mit dem Lifeline-Kopf. Wir haben hier wieder Crafting-Material, wieder einmal 100 Apex-Coins. So, dann haben wir nochmal ein paar Bilder, wo Skulltown untergeht, wo Loba an einem Felsen hängt. Ein Skydive-Emote von Lifeline, den ich absolut geil finde. Wo sie auf ihrer Lifeline-Drohne reite. Fand ich in der letzten Season schon bei Caustic mit seiner Gasfalle absolut stark. Dann haben wir noch einen Hintergrund. Kann ich auch nochmal erwähnen, dieser Kopf, das ist quasi der Originalkopf von Revenant, so viel kann ich schon sagen. Und dieser Kopf und der Harvester sollen in Season 5 eine sehr, sehr große Rolle spielen. Was genau, weiß ich aktuell noch nicht, aber das habe ich von Pepper erfahren, sehr, sehr interessant. Hier haben wir den Skydive-Emote für Loba. Sieht auch stark aus, gab es schon einen Screensaver, bevor das überhaupt hier bekannt war. Dann haben wir noch einen Waffentalisman, der mich jetzt ehrlich gesagt überhaupt nicht so flasht. Ein Diamant mit so einem goldenen Apex-Pack. Dann ab Stufe 50 wurde es Zeit, dass Bangalore endlich mal einen vernünftigen Skin bekommt. Der sieht auf jeden Fall echt nicht übel aus. Für alle Bangalore-Fans. Wir haben ab Stufe 53 noch einen Rahmen für den Krypto. So Weltall-Style, okay. Und wir kriegen hier, das habe ich natürlich vergessen zu erwähnen, wir können ja nochmal zurücksetten. Wir kriegen natürlich für alle, die keinen Battle Pass kaufen, trotzdem für die ersten 38 Level circa, bekommen wir hier wieder so eine Counter, so eine Zähler, wie viele Kills, wie viele, was weiß ich, was man nicht alles Schönes machen kann mit diesen Countern. Und ab Level 53 eben bekommen wir, was ist das überhaupt? Ach, das ist ein Skin. Also dafür, dass es ein seltener Skin ist, holla die Waldfee, sieht echt stark aus. Könnte ebenfalls episch sein, finde ich. Dann ab Stufe 54 einen Rahmen für Loba. Ja, kann man machen. Der Skydive-Emote, ich habe ja gerade erst, bevor ich den Battle Pass, bevor ich das Video gestartet habe, bin ich grob durchgegangen, damit ich weiß, was mich grob erwartet. Dieser Skydive-Emote ist der absolute Hammer von Mirage. Ihr könnt natürlich hier und da auch in den Kommentaren euch auslassen, was ihr diesmal von dem Battle Pass haltet. Und bezieht es einfach mal mit ein, es kostet eben nur 9,50 Euro, so ein Battle Pass. Also zu viel erwarten sollte man dann auch nicht. Also an manchen Sachen kann man seine Erwartungen ein bisschen runterschrauben, finde ich. Hier haben wir ein Treuepeitsche, Waffentalisman. Sieht auch nicht schlecht aus. Indiana Jones Style, einen weiteren Rahmen für den Mirage. Könnte denken, dass hier irgendwas mit einer Schatzsuche, vielleicht hat das irgendwas mit den Quests zu tun. Octane gerade schon mit diesem Unterwasser-Ding, mit irgendwelchen antiken Statuen unter Wasser. Hier, als würde er hier, was weiß ich, eine Schatzsuche starten. Und die Insel sieht aus wie ein A, keine Ahnung, A wie Apex, wer weiß. Das könnte auf jeden Fall ein versteckter Hinweis sein. Noch ein Screensaver von Loba, der auch sehr cool aussieht. So, was haben wir hier? Hier können wir ja mal reinhören. Ja, die Musik ist eigentlich alles immer nicht so schlecht. Wir haben noch einen Pathfinder-Rahmen. Schatz, ja, irgendwie alles auf Schatzjagd ausgelegt. Wir haben noch einen Rahmen für Lifeline. Ebenfalls, so diese Zeichen, das ist alles so ein bisschen antik, alt. Hier, was soll denn das darstellen? Ist das ein Kompass? Nee, keine Ahnung, was das darstellen soll. Noch einen weiteren Screensaver, wo die Bomben hochgehen unter dem Skulltown-Bereich. Ist das ein Wraith-Abzeichen? Oh, das sieht natürlich geil aus mit den drei Erbstückmessern. So, dann haben wir noch einen Hut. Ja, so Schatzjägerhut.
Vorschauhut. Das muss irgendwas mit den Quests zu tun haben, bin ich mir relativ sicher. Wir haben einen Bloodhound-Rahmen. Da, ein Unterwasserschatz mit einem versunkenen Schiff. Dann haben wir hier noch einen weiteren Screensaver von der Explosion in der Draufsicht. Ein Skydive für, wer ist das? Ach, Octane. Ach, das ist ja mega geil, denn der ist mir gar nicht aufgefallen. Der sieht ultra stark aus. Spielt er mit seinem Jump-Pad. Ultra, ultra geil. Dann haben wir ab Stufe 91 noch einen Bangalore-Rahmen. Ebenfalls so ein Piraten-Style. Sieht aus wie unter Deck. Irgendwelche Kanonen kullern, beziehungsweise Kanonenkugeln und hier, wie nennt sich Schwarzpulverfässer? Meine Fresse, Wortfindungsstörungen. Dann haben wir, das sieht ein bisschen aus wie so ein vereister Schädel von einem Prowler. Und wir nähern uns dem Ende ab Level 99. Was ist denn das eigentlich? Ein Spitfire-Skin. Ja, kann man machen, muss man aber nicht. Level 100, das war ja klar, dass das der Level 100 Battle Pass Skin für die Wingman ist. Der ist absolut gelungen. Warum kann ich ihn hier? Ach so, die Reaktivität sehe ich hier nur rechts. Moment, ich muss mal meine Kamera kurz wegmachen, sonst könnt ihr das nicht sehen. Moment, ich starte das einfach nochmal für euch. Sieht auf jeden Fall ultra stark aus. So, machen wir noch die zweite Animation für diesen Skin. Mache ich gleich noch groß. Mega. Also ich finde die Skins wie immer eigentlich sehr, sehr geil. Also ich weiß, dass die meisten die Wingmen nicht spielen. Ich hoffe, dass wir nicht irgendwann mal das Desaster erleben in Season 6 oder 7, dass der Level 100 oder der Level 200 Skin, Level 110 Skin ein Mosambik Skin ist. Ich glaube, dann lösche natürlich nicht das Spiel, aber dann kriege ich eine Krise. Ich spiele schon die Wingmen gar nicht, weil ich mit ihr nicht umgehen kann. Das soll es von dem Battle Pass Video schon wieder gewesen sein. Ich würde mich freuen, wenn ihr dem Video einen Daumen nach oben da lasst, ein Abo, wenn ihr neu seid, wenn ihr rund um Apex Legends Season 5 nichts verpassen wollt und natürlich auch für zukünftige Seasons, die noch folgen. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag, einen schönen Start schon mal ins Wochenende. Am Sonntag gibt es auf jeden Fall wieder einen Livestream. Zwischen 11 und 12 Uhr geht's los. Und wer tagesaktuell zum Donnerstag dieses Video sieht, eventuell morgen früh, Freitag, so ab 9 Uhr eventuell. Lasst euch mal überraschen. Das war's von mir. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.